Hi zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer niegelnagelneuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mod. Meine Güte, war die letzte Folge krass. Ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns wartet hier. Halt die Klappe. Story interessiert uns hier nicht. Wir sind hier nicht wegen der Story. Wir sind hier wegen den absolut abgedrehten neuen Kämpfen. Unglaublich. Unglaublich, was die sich hier alles haben einfallen lassen bis jetzt schon, oder? Komplett verrückte Kämpfe. Die bescheuertsten und abgedrehtesten Kampfkombinationen, die man sich vorstellen kann. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich da hinten jetzt beim zweiten Mal... Ah, guck mal. Gut, dass ich nochmal gegangen bin. War mir nämlich nicht sicher, ob ich hier wirklich alles gelootet habe. Und wie ich nicht alles gelootet habe. Ich habe es mir nämlich schon gedacht. Nachdem ich beim letzten Mal einmal gestorben bin. Okay. Aber das Ei habe ich mir geholt, auch beim zweiten Mal, kann ich mich nicht mehr erinnern. So, retten wir Hundi. Du auch, hm? So wie ich den Mod kenne, wird der dann zu einem Gegner im Bosskampf und hilft dem El-Gigante statt uns. Aber warten wir mal ab. Oh mein Gott, die Bosskämpfe, ey. Was sie wohl mit den Bosskämpfen gemacht haben. Ich sehe schon vor mir irgendwie ein El-Gigante, zwei Raketenwerfer-Sniper und zwei Brutes oder so. Ich sehe es schon vor mir. Oh Gott, im Schloss und... Ah, ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was das Spiel jetzt noch für uns bereithält. Ich traue dem gerade einfach irgendwie alles zu. Verräter. Oh ja, warte mal. Okay, die Wolf-Passage, ne? Oh shit. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was die aus der Wolf-Passage gemacht haben. Die Map ist verbarrikadiert. Da landet ein Rabe. Der Turm wird gesprengt. Das Spiel stürzt beinahe ab. Okay, die Tür ist auch verbarrikadiert. Nein. Nein. Ihr wollt mich komplett verarschen, oder? Hau ab. Was? Okay. Spinnt das Spiel? Spinnt das Spiel komplett? Das sollte illegal sein hier. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Okay, aber wenigstens sind jetzt mal die Wölfe weg, ne? Die Don Camillos. Dann fehlt nur noch Peppone. Wisst ihr aber, warum nicht? Wenn man mal logisch drüber nachdenkt. Warum sollte Salazar nicht seine Dienerin hier auf die Jagd nach Leon schicken? Gut, ich meine, die ist beschäftigt mit Ada, ne? Aber gut. Nicht in dieser Realität. Macht zumindest gerade gar nicht so viel Schaden. Ich befürchte nur, ich auch nicht, ne?
Arschloch. Autsch. Wie sieht es denn heilungsmäßig aus? Wir haben 2 grüne Kräuter, ein Ei und ein Heilspray. Mehr nicht. Nicht super rosig. Und das wirklich Gemeine hier an der Stelle ist halt auch, dass der Gegner nichts droppt. Ah, ich verstehe. Oh Gott, 2. Runde oder was? Ach, come on, ey. Komm, ja, aber wirklich, komm schon. Ey, Leon, ich fühl dich. Ohne Scheiß. Das ist ja komplett bescheuert hier. Nein, was zur Hölle? Jetzt kommt Brutes noch. Wisst ihr noch, ob ich, dass ich, wie ich gerade eben Scherze drüber gemacht habe, dass bestimmte irgendwie El Gigante zusammen mit Brutes kommt als irgendein Boss mal? Ja, so ähnlich. Okay. Presenters droppen auch was. Messer kaputt. Ich habe nur noch ein Küchenmesser, sonst nix. Munitionstechnisch auch nicht mehr so super fresh hier. Komm, Leon, den Hund. Oh, warte mal. Kill oder was? Nee, das war noch nicht der Kill. Ah, okay. Ich glaube, der Kuhmann hat gerade Pesenta getötet. Das ist nice. Dankeschön dafür, Kuhmann. Dafür kriegst du meine feinsten Kugeln. Oder auch nicht. Holy. Was für ein Kampf! Was für ein Kampf! Irgendwo hat sich die Kanalisation hat sich geöffnet, ne? Stand da, glaube ich. Wartet mal. Ja, okay, alles klar. Oh. Okay. Laser. Anscheinend war Krauser hier. Eieiei. Oh nein, come on. Nein, hau ab. Boah, ey. Es ist ja lustig, ne? Aber...
Nee, es sieht nicht gut aus, Leon. Das sieht nicht gut aus. Holy shit. Ist das gemein. Wo warst du, als Leon Pesenta getötet hat, du Verräterin? Und schaue ich da aber mal noch kurz rein. Könnte ja sein, dass hier noch wertvoller Loot ist. Aber es sieht nicht so aus. Na gut. Ja, dann weiter. Weiter Richtung See. Ich höre schon wieder irgendwelche weirden Gegnergeräusche. Was ist denn hier schon wieder Spiel? Was willst du denn schon wieder? Ha, ohne Witz. Also diese Bärenfalle, Leute, die war zu viel. Diese Bärenfalle, die dazu führt, dass ich beim Aufstehen zwangsläufig in die Sprengfallen stolper. Das geht zu weit. Das geht für mich persönlich zu weit. Das ist ein Schritt zu gemein. Okay, kennen wir. El Gigante Schädel. Erste Hilfe Spray. Edelstein. Pumpgun. Da ist was Neues reingekommen. Ah, es interessiert mich wahrscheinlich auf jeden Fall. Also zumindest die Tatsache, dass was Neues reingekommen ist, ist schon mal interessant für mich, ne? Gucken wir mal. Lieber Händler, was haben wir denn Schönes? Ich hab was Neues für dich. Ein Rezept für Handgranaten. Ich schätze, das macht Sinn. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Ja, du hast keine neuen Waffen. Was redest du? Ich würde tatsächlich gerne irgendwie tunen oder so. So gut wie neu. Aber ich weiß nicht, ob wir das können. Die Viper nehme ich. Ach so, warte. Ah, das ist eine Mission hier, ne? Na, okay, dann verkaufen wir die. Ich würde die tatsächlich gerne als Heilmittel behalten. Wir könnten die elegante Maske ein bisschen verzieren und verkaufen. Wäre das dann alles? Komm jederzeit wieder. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl gerade, dass in dem DLC Geld... Na, zum Waffen-Upgraden schon. Okay, vergesst es. Alles gut. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Ja, okay, klar. Dann machen wir es so. Dann nehmen wir die billigeren Steine und kriegen ein besseres Ergebnis dafür. Ein hervorragender Deal. Gut, dann kaufe ich das überteuerte Granatenrezept. Ich sollte vielleicht auch die Haltbarkeit des Messers kommt mir auch relativ wichtig hier gerade vor, leider. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Okay. Ich hab nur, stirb mir da draußen nicht weg. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall noch hoch zum Friedhof. Let's go.
Leon, ich glaube an dich. Wusstet ihr, dass da oben ein Nest ist? Wusste ich ewig lang nicht. Eine Kirche, das muss sie sein. Der Bandelkramer. Okay. Das ist genau wie im Hauptspiel. Bis jetzt. Ich höre was. Aha, guck mal, ein Brut. Die haben mir wieder Spinels droppt. Hey, ich muss noch mal schnell zurück. Ich höre da hinten so einen optionalen Schatz baumeln. Nee, jetzt nicht mehr. Doch. Ah, das ist die Tür. Ja, ich wüsste ich nämlich auch nicht, aber gut. Dass man die alle kaputt machen kann, wusste ich ehrlich gesagt bis gerade eben auch nicht. Ah, das hier komischerweise nicht. Ah doch, okay. Na gut. Also der, ich finde den Mod schon sehr toll, ne? Der macht mir schon sehr viel Spaß und ich bin sehr gespannt, wie es noch weitergeht. Aber der Mod alleine lässt mich jetzt schon die ganze Zeit auch davon träumen, was wohl in nächster Zeit, in den nächsten Jahren für dieses geniale Remake noch so an Mods kommen könnte. Weil schon allein Gegner neu Positionierungen und Kombinationen von Gegnern ändern das Spiel so stark, ey. Okay, Blendgranate. Immer wenn ich jetzt zu so einem Schlüsselkästchen komme, ne, denke ich mir, verdammt, wäre irgendwo ein geheimer Gegner gewesen, habe ich irgendwas nicht geschafft. Der See. Der See. Okay, Leute, machen wir für heute Schluss. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der Berserker-Mod macht euch Spaß. Ich hoffe, diese Reihe ist eine würdige Vertretung für meine Streams, während ich mir eine kleine Auszeit nehme. Und bestellt bei Holy. Dankeschön. Tschüss.